Spektrale ist eine Ausstellung zum Thema Licht und Farbe in Wissenschaft und Kunst. Und diese beiden Fächer, also Kunst und Wissenschaft, treten in einen Dialog. Und so erhoffen wir uns eben ein großes Spannungsfeld, das für die Besucherinnen und Besucher sehr viel Spaß bietet. Also wir haben insgesamt 5 Räume, und zwar einmal Raum des Lichts, der Finsternis, der Erkenntnis, der Natur, und es geht dann über in Emotionen und Geist. Und über eine Farbklanglounge kann der Besucher dann die ganzen Eindrücke noch ein bisschen ausklingen lassen. Und innerhalb der Räume gibt es ganz viele kleine Kojen und ganz viele kleine Nischen, in denen Künstler und Wissenschaftler dargestellt werden, präsentiert werden. Die Spektrale ist aus meiner Sicht in besonderer Art und Weise geeignet, einen Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur vorzunehmen. Denn das Thema Licht, das Thema Farbe ist natürlich eines, das sowohl in der darstellenden Kunst eine sehr große Rolle spielt, als auch kunsthistorisch eine große Bedeutung hat und auch kulturhistorisch. Also Farbe und Wissen gehören quasi eng zusammen. Also das Thema Farbe ist etwas, was uns alle durchdringt, das in allen Bereichen stattfindet. Und manchmal wissen wir gar nicht, wo das überall stattfindet. Insofern ist, wenn man das natürlich ein bisschen den Fokus darauf wirft, ist das Wissen, das dahinter steckt, eben das, was man dann vermittelt über Farbe. Die Verbindung mit Wissenschaft und Kunst gibt es an ganz vielen Stellen. Zum einen haben wir ganz konkret Tandems zusammengefasst, Kunst-Wissenschaftstandems, wo man einen Künstler hat, der beispielsweise wie die Regine Schumann mit fluoreszierender Kunst arbeitet, und dem gegenüber ein Institut wie das Institut für Polymerforschung, was mit Polymeren arbeitet. So, die sind unmittelbar nebeneinander sichtbar, dass man eben direkt den Zusammenhang hat, Material wird entwickelt, Künstler arbeitet mit dem Material. Die Spektrale ist eines der Projekte, Gemeinschaftsprojekte, die bei Stadt der Wissenschaften eingereicht wurde. Und da sind natürlich ganz verschiedene beteiligt. Ich sage mal so, die Organisation liegt jetzt in den Händen der Universität. Aber die Teilnehmer oder die Mitveranstalter sind Fachhochschule, Universität, Max-Planck-Institute, Universitätsmedizin und viele andere mehr. Die Stadt der Wissenschaft läuft ja das ganze Jahr, und die Spektrale ist sozusagen Mittelpunkt. Also wir sind in der Sommerpause und in diese große Sommerausstellung sozusagen, und von daher sind wir ein Highlight. Ich würde sagen, das Highlight der Stadt der Wissenschaft. Es gibt schon seit dem Januar Veranstaltungen zum Thema Farben, zum Beispiel im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, auch im Naturhistorischen Museum wird es im November eine weitere Veranstaltung geben, Farben erleben. Und wir haben insbesondere für die Kinder und Jugendlichen schon eine ganze Anzahl in den vergangenen Monaten abgehalten, die mit Begeisterung aufgenommen wurde. Die Spektrale wird in der Rheingoldhalle stattfinden, und dieser Ort ist besonders geeignet, weil er erstmal sehr, sehr gut erreichbar ist, sowieso für Veranstaltungen sehr attraktiv ist. Das wird für Kinder interessant, das wird für Jugendliche interessant, das wird für die Menschen, die mittleren Alters sind, interessant werden. Weil sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene viele neue Eindrücke bekommen werden, vieles entdecken können, auch mitmachen können. Also wirklich eine gute Beschäftigung während der Sommerferien. Vom 15.07. bis zum 14.08. hier in der Rheingoldhalle in Mainz.